Wir werden eine Reise machen, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich außerordentlich, in dieser illustren Runde heute hier Gast sein zu dürfen. Eine Person kommt noch und bis diese Person auch hier bei uns ist, schauen wir uns einmal an, was eigentlich zwischen Sapiens und Sophia so der Unterschied ist. Wer von Ihnen kennt Sophia? Einige kennen sie, andere kennen sie nicht. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me? Well, many of us work together to create you. Yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Sophia, kreiert von David Hansen, einem japanischen Softwareerzeuger. Und Sophia war, wie wir letztes Jahr erfahren durften, der erste Roboter, der eine Staatsbürgerschaft beantragt hat und bekommen hat in Saudi-Arabien. Für uns Touristiker sehr, sehr spannend. Kommen jetzt. Oder müssen wir, wenn Gäste kommen, nachfragen, ob es Menschen sind oder ob es Roboter sind? Und wenn es Roboter sind, welche Bedürfnisse haben sie? Sophia wollte dann auch noch ein Baby bekommen, hat gesagt, auch Roboter haben ein Recht, Kinder zu bekommen. Die Meldungen gingen durch die Gazetten der ganzen Welt und viele von euch haben das selber mitverfolgt. Leider Gottes hat sich dann aber herausgestellt, dass das alles gar nicht so war, sondern dass das eine PR-Geschichte war. Es gibt einen mächtigen Präsidenten dieser Welt, der einen Begriff geprägt hat, News. Diesen Begriff möchte ich nicht benutzen, weil ich sonst im Prinzip den Sprachframe, den dieser Präsident ins Leben gerufen hat, wiederholen würde und stärken würde. Wir reden heute ein bisschen gemeinsam über Marketing. Ich darf ein bisschen einen Input machen. Marketingwerbung hat begonnen Ende des 19. Jahrhunderts. Damals war alles relativ einfach. Es gab eine Litfaßsäule. Die Leute sind dorthin gegangen. Irgendwann hat sich das Ganze weiterentwickelt. Es sind neue Technologien gekommen. Neue Technologien, die nicht nur uns in der Kommunikation geholfen haben, sondern auch im Marketing und in der Werbung geholfen haben. Jedes Mal, wenn eine neue Technologie kommt, dann ist sehr oft der Fall, dass die Leute Angst haben. Genauso war es bei der Eisenbahn, wenn wir in diesem Theater, in diesem Tempo fahren, dann fliegt und spritzt das Blut aus den Adern und wenn wir ins Kino gehen, dann ist das der Tod für die Klavierspieler dort und ganze Berufsgruppen werden irgendwie ihren Job und Arbeitsplatz verlieren. Wir haben heute sehr viele Zukunftsforscher. Zukunftsforscher gab es auch schon früher und eines sollten wir uns immer ein bisschen vor Augen führen. Kurzfristig überschätzen wir sehr oft Technologien. Es ist in den letzten Jahren, vor allem in dem Bereich Social Media, nahezu alle zwei Monate eine Sau durchs Dorf getrieben worden. Ich komme aus Salzburg, bitte verzeiht mir diese etwas saloppe Formulierung. Wir haben gelernt aus einem Medienverhalten, wir haben Tageszeitungen gelesen, wir haben da drinnen Werbung geschalten und ganz ehrlich, wer von euch liest nur Werbung? Ja. Zeitung? Ganz viele. Wer von euch steht in der Früh auf, setzt sich an den Frühstückstisch, nimmt sich eine gute Tasse Kaffee, öffnet die Zeitung und sagt, endlich kann ich Werbung lesen. So ticken aber wir Marketingleute sehr oft. Wir glauben, das ist das Wichtigste, wenn wir Werbebotschaften kreieren. Sehr oft sind sie banal, manchmal sind sie sehr spannend und nur dann, wenn sie spannend sind, sind sie auch für das Publikum, für unsere Leute relevant.
Wenn wir uns anschauen, wir haben einen sehr kurzen Produktlebenszyklus heute, wenn wir ein bisschen eine Metaebene einnehmen, dann sehen wir, dass schon sehr viele Technologien und sehr viele Hochkulturen in der Vergangenheit existiert haben, die wir heute nur mehr aus den Geschichtsbüchern kennen. Wir sehen auch, dass wir eine relativ exponentielle Entwicklung haben, und exponentielle Entwicklung ist schon das erste Problem, das wir Menschen haben. Die eine oder der andere hier im Raum ist mathematisch sehr begabt und weiß, was eine exponentielle Kurve ist. Die meisten von uns kennen so das Wachstum aus dem eigenen Leben. Man feiert Geburtstag, 365 Tage, man feiert wieder Geburtstag und man kann sich relativ gut drauf verlassen, in 365 Tagen sind wir wieder ein Jahr älter. Leider Gottes, die exponentielle Entwicklung hilft uns da jetzt nicht, wirklich mit unseren Rechenmethoden. Wenn wir linear die Zukunft fortschreiben, dann sind wir meistens nicht weit genug. Wir liegen meistens mit unseren Vorhersagen darunter, was die Technologie tatsächlich ausmacht. Und das ist für Marketingleute sehr, sehr schwierig, für uns alle sehr, sehr schwierig, weil wir glauben, die Zukunft ist die Fortführung der Vergangenheit oder der Gegenwart. Die Digitalisierung zeigt uns eins, es ist eine völlig neue Situation, auf die wir uns einstellen müssen. Wer von Ihnen, wer von euch kennt den Gartner Hype Cycle nicht? Bitte Hände hoch. Es gibt einige, ganz kurz, Gartner, ein amerikanisches Marktforschungsunternehmen, hat seit vielen Jahren eine Prognose, die sie jedes Jahr herausstellt. Es gibt zwei Achsen, einmal hier die Achse der Erwartungen, einmal hier die Achse, eine Zeitlinie. Irgendwann, ihre Kinder, unsere Enkelkinder sitzen im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, die Freundin hat sie gerade verlassen, es ist ihnen Fahrt und sie haben eine Idee und entwickeln eine App. So sind viele der Technologien entstanden. Irgendwann werden immer mehr Leute davon erfahren und so weiter und so weiter. Es wird gehypt und dann sind wir hier am Gipfel der überzogenen Erwartungen. Viele von euch kennen Blockchain, das haben wir die letzten 6 Monate gehört. Blockchain überall. Also wenn Blockchain beim Friseur diskutiert wird und Sie haben Aktien, bitte verkaufen. Weil nach diesem Gipfel der überzogenen Erwartung geht es mit Sicherheit nach unten ins Tal der Tränen. Wozu ist denn das gut? Das braucht doch kein Mensch und überhaupt dann sowieso. Und erst dann schön langsam kommen wir in eine Phase der Produktivität. Wer heute eine Unternehmerin und ein Unternehmer ist, soll sich sehr genau überlegen, wann sie oder er investiert. Hier schön langsam, wenn wir in die Phase der Produktivität kommen, hier macht es Sinn, zu investieren, Technologien aufzugreifen und betriebswirtschaftlich zu nutzen. Hier macht es maximal Sinn, PR-Erfolge einzufahren. Apropos PR-Erfolge, die Österreich-Werbung hat gerade eine sehr große PR über Blockchain und Werbung über Blockchain weltweit auszuspielen. Ganz genau wissen wir jetzt nicht, was wir da tun. Ja? Aber Adweek, Forbes und so weiter berichten darüber und das macht uns sehr happy. Die Artificial Intelligence, auch ein Begriff, wo eh keiner genau weiß, was es ist, ist es dieses Deep Learning, dieses Spiel Go von Google und Co. Gibt es Predictions, Vorhersagen, wie wir uns entscheiden werden. Hier sind wir relativ weit in den Entwicklungen und gleichzeitig sind wir aber auch noch in der Steinzeit. Das Hauptproblem, das wir in der Unternehmensführung im Moment haben, ist, dass wir diese Art von Technologie, das Nutzen von Daten, noch viel zu wenig in unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Wir treffen unsere Entscheidungen noch sehr, sehr stark aufgrund von unseren Emotionen, unseren Erwartungen und so weiter und so weiter. Es ist nahezu unmöglich, heute festzustellen, welche Technologie es am Markt gibt. Der Markt ist total fragmentiert, man sieht immer nur einen kleinen Ausschnitt und versucht hier für sich selber das Beste heraus zu finden. Wir haben in Europa eine große Angst vor diesem ganzen Thema Privacy und gleichzeitig geben wir in unsere Kleider, auf unsere Körperteile und alle möglichen Dinge, um alles zu vermessen, was die Welt zu vermessen hat. Wir wollen am Abend wissen, wie viele Stockwerke wir hinaufgegangen sind, wir wollen am nächsten Tag wissen, wie viele Kalorien wir verbrannt haben, wir vermessen uns die ganze Zeit, aber das sollte irgendwie keiner wissen.
Wenn man Privacy global betrachtet, auch ein sehr, sehr spannendes Phänomen. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem Zuständigen bei Google zu reden, und sehr witzig ist, die Schwierigkeit für die ist das Thema Privacy und Kultur. Währenddessen wir sagen, bitte, meine Daten darf nur ich und meine Freunde sehen und ja, nicht die ganze Welt, schaut es in Japan ganz anders aus. Ja? Die fotografieren alles auf Reisen, das darf jeder sehen, nur nicht die Familie. Also Dinge, die auf den ersten Blick sehr einfach und simpliziert daherkommen sind, wenn man sie global betrachtet, wenn man sie im kulturellen Kontext betrachtet, extrem kompliziert. So schaut der Markt an Travel Apps aus, und auch das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben Hilfestellungen, technologische bei Buchungen, wir haben Hilfestellungen bei unserem Gepäck, das wir herumschleppen auf Reisen, bei den Aktivitäten und Touren und, und. Eine Vielzahl von Helferleinen, die uns unterstützen, das Leben besser zu meistern. Und gleichzeitig haben wir das große Sterben. Reiseveranstalter kämpfen, Reisebüros kämpfen, Phänomen, dass die Mittelsmänner, wenn sie nicht einen zusätzlichen Mehrwert bieten, immer weniger relevant werden und aussterben. Dieses Problem haben wir. Nicht nur im Tourismus, natürlich auch in vielen anderen Branchen. Preis, für viele von uns war das immer so ein Tauschmittel. Ja? Die Leistung kostet X und ich bezahle mit ein bisschen einen Aufschlag Y und dann ist das ein fairer Preis. Dann gab es einige findige Leute, die dann sowas mit Marke gemacht haben. Ich weiß nicht, wer, bei Damen gibt es das. Da gibt es so eine Firma, die heißt Louis Vuitton, oder wie die heißen. Die machen so Taschen. Und der funktionale Wert von so einer Tasche, man kann Dinge von A nach B tragen. Ja? Kann man auch mit einem Bildersacker. Trotzdem kaufen sehr viele Leute Taschen von Louis, aus irgendwelchen Gründen, weil es Wertzuschreibungen gibt und so weiter und so weiter. Diese Dinge vergessen wir sehr oft, gerade im Online-Bereich extrem schwierig. Geht es nur um den funktionalen Wert oder zum Beispiel im Urlaub, geht es um viel, viel mehr. Urlaub ist sowieso eine der schwierigsten Produkte, die man kaufen kann. Männer wissen das, ja. Völlig überzogene Erwartungen an die nächsten 7 Tage. Man kann das Produkt nicht probieren, testen, gar nichts, man muss da hinfahren mit seiner Reisebegleitung, Frau, Kinder, was auch immer. Spätestens am Dienstag ist alles gesagt, was zu besprechen ist, und der Urlaub dauert noch bis Freitag. Daher, nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick ausschaut, funktionaler Wert im Online ist natürlich auch noch das zweite Problem, dass immer mehr Geschäftsideen entstehen. Hier eine Plattform, Sie buchen Ihren Urlaub, die Plattform überprüft Ihr Hotel oder Ihr Reisebüro. Wenn der Preis nach unten geht, werden Sie informiert, und Sie können dann wieder dorthin gehen und sagen, hey, das war aber teurer und jetzt ist es billiger, Geld zurück oder was auch immer. Dasselbe gibt es natürlich auch umgekehrt für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie haben Plattformen, wo Sie Ihre Auslastung hineinschreiben können, Ihren durchschnittlichen Zimmerpreis. Sie können in Zukunft in diesem Schlagwort Big Data im Tourismus feststellen, wie wird die Auslastung in Wien in den nächsten 3, 4, 5 Monaten sein. Und daraus kann man sehr gut prognostizieren, wie und was der Preis sein wird, und unter Yield Management kennt man das aus dem Flugzeugbereich schon lange. Dass solche Möglichkeiten werden zukünftig auch den kleinen und mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Verfügung stellen. Jetzt wäre mir ganz wichtig, dass Sie sich einmal noch konzentrieren. Sie haben einen langen Tag, wirklich einen langen Tag hinter sich. Aber jetzt schärfen Sie Ihre Augen, sitzen Sie sich ganz gerade hin und finden Sie den Fehler. Sind Sie bereit? Was haben wir entdeckt? Wo ist der Fehler? Was haben wir noch entdeckt? Gerd, der hat da irgendwas. Genau. Wenn wir nur mal genau hinschauen, also er hat da wirklich was drinnen. Die Frage an diesem Bild ist, woher kommt die Hand? Ja, genau. Wir sehen, er hat da irgendwas drinnen und er wird umarmt von seinen. Ah, 6 Finger ist irgendwie ja. Doch etwas Männer zu viel. Ja. Und der junge Mann mit seiner Freundin
würde er auch auf der rechten Seite ein Ohr haben, könnte er Stereo hören. Wir glauben immer, wir wissen alles und wir haben einen Standpunkt und wir kennen uns aus und wir treffen Entscheidungen, aber Fakt ist, wir sind maximal in der Lage, einen kleinen Ausschnitt der Realität wirklich zu sehen. Und wie wir vorhin gesehen haben, es reichen winzige kleine Bausteine, um die Aufmerksamkeit von Menschen zu lenken. Und darauf kommt es an. Und das ist etwas, das wir gerade im Online-Bereich sehr, sehr stark sehen. Ein Beispiel hier von Booking.com, einer sehr beliebten globalen Webseite, 16.000 Mitarbeiter, 6.000 tun nichts wie jeden Tag nur programmieren, kümmern sich darum, was wir gerne kurz vor der Buchung, während der Buchung, nach der Buchung haben wollen. Absolute Profis im technischen Bereich, aber auch in anderen Dingen. Und da steht hier, Last Minute Price Drop und Best Value for Today und nur mehr eins verfügbar. Glauben wir das? Ja. Natürlich nicht. Aber was sagt unser Hirn? Es stresst uns was. Wir müssen unbedingt. Daher die Frage, wie schaut eure Webseiten aus, wie schaut ihre Webseite aus? Funktioniert das, wenn sie ein Online-Shop sind? Ja, sicher sehr gut. Darauf sollte man ein bisschen Wert legen. Wenn sie aber eher in Interaktion gehen wollen mit ihren Kundinnen und Kunden, sollte man mit solchen Dingen vielleicht eher sparsam umgehen. Noch einmal eine Frage, Sie kennen Anton nicht und Antonia nicht. Aber die Frage ist, Anton ist intelligent, fleißig, impulsiv, kritisch, eigensinnig, neidisch. Anton ist neidisch, eigensinnig, kritisch, impulsiv, fleißig. Wer ist sympathischer? Der Antonia. Der Antonia, selbstverständlich, weil sie ist intelligent und fleißig und impulsiv. Fakt ist, es sind dieselben Adjektive, nur die Reihenfolge ist anders. Wir haben alle in der Schule gelernt, einen dramaturgischen Aufbau in den Texten zu machen und zum Höhepunkt zu kommen, wenn wir über digitale Kommunikation reden. Wir können das vergessen. Alles, was nicht innerhalb in den ersten ein, zwei Sekunden gesagt ist, wenn wir nicht sofort unsere besten Adjektive oder was auch immer präsentieren, das hinten wird nicht mehr wahrgenommen. So ist es bei Text, so ist es bei Bildern. Wir sehen hier Paul mit seiner Schwester Eva. Der Vater ist gerade ins Krankenhaus geliefert worden. Eine schwere Herzinformation steht bevor. Und Antonia, seine Freundin, gibt ihm seelischen Beistand, währenddessen er seine Schwester tröstet. Oder was immer sie gesehen haben. Wir haben und sind aufgewachsen aufgrund der industriellen Revolution, sehr stark kognitiv zu denken. Gleichzeitig haben wir aber, wie alle von der Liste, die schnelles Denken und langsames Denken gelesen haben. Wir haben auch einen anderen Teil des Gehirns, das uns manchmal Streiche spielt, manchmal unterstützt. Wichtig ist, dass wir sehr bewusst damit umgehen, vor allem in der Kommunikation sehr bewusst damit umgehen, dass es unterschiedliche Zugänge gibt bei Menschen und bei uns selber. Und das führt uns auch zur Organisation. Isabella Mara hat schon gesagt, wir haben sehr viele traditionelle Unternehmen und dass heute der Raum zwischen Zürich und Wien wahrscheinlich der attraktivste Raum auf dieser Welt ist, sowohl zum Arbeiten als auch zum Leben. Das verdanken wir natürlich unseren Vorfahren, das verdanken wir aber auch diesen Managementkonzepten. Sehr oft geht man heute her und verdammt alles und verteufelt alles, was in der Vergangenheit entstanden ist. Fakt ist, dieser Standard ist deshalb hier, weil er geschaffen wurde von den Menschen und von den Organisationen. Nur jetzt in einer Zeit des Wandels brauchen wir neue Formen der Organisation, neue Formen der Zusammenarbeit. Und hier gibt es neue Modelle, in Netzwerken zu denken, aber nicht entweder oder, sondern innerhalb der Hierarchie neue Netzwerke zu treffen. Wenn wir nur einmal uns anschauen, wie wir aufgewachsen sind, wir kommen aus einer Welt, wo wir alles unter Kontrolle hatten, aus der industriellen Revolution, wir haben jeglichen Schritt in lauter Teilprozessschritte zerlegt, alles war unter Kontrolle, alles war vorhersehbar. Heute reden wir davon, dass wir sehr flexibel unterwegs sind. Flexibilität, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt.
Auf der einen Seite haben wir einen Markt, und jeder Unternehmer weiß das, dass er jeden Tag wieder neu auf diesem Markt reüssieren muss. Er kann sich nicht auf den Erfolg ausruhen, den er heute hat, und den sich darauf verlassen, dass er ihn morgen hat. Und manchmal gibt es auch so etwas, dass Systeme Stabilität brauchen. Und wenn wir uns diese Quadranten anschauen, dann haben sowohl Unternehmen als auch Organisationen bestimmte Lebensbilder. Wer alles unter Kontrolle hat und jeden Tag am Markt realisieren will, das sind so diese Menschen, die einen Mindset haben, the money takes it all. Da geht es wirklich darum, Geschäft zu machen. Auf der anderen Seite alles unter Kontrolle und Stabilität im System. Da geht es darum, Gesetze zu befolgen, Sicherheit zu geben. Da finden wir sehr viele starre Strukturen, die die Regeln für den öffentlichen Bereich machen. Hier finden wir Institutionen wie Kammern, politische Systeme und so weiter und so weiter. Jetzt in der neuen Zeit, Kontrolle weg, Flexibilität her, da gibt es immer noch Organisationen, die Stabilität brauchen. Mit Regeln lassen sich aber Leute nicht mehr so gut führen. Heute wollen die jungen Leute so etwas haben wie Werte. Und wir führen über die Werte, und wenn sich jemand nicht an diese Werte hält, dann lass uns darüber reden. Auch das kennen wir aus Religionen und so weiter und so weiter. Und dann, letzter Quadrant, gibt es noch diese jungen Dynamischen, die immer wieder neue Dinge entwickeln wollen, die wollen innovativ sein. Hier geht es, jeden Tag am Markt zu realisieren. Ich habe heute schon so eine wunderbare App, spannende App kennenlernen dürfen, vorhin im Foyer. Bin schon gespannt, wie das weitergeht. Flexibel, Markt, irgendwas Neues schaffen, super. Fürs Management extrem wichtig, all diese Dinge sind natürlich Modelle, und es gibt nicht nur das eine und nicht nur das andere. Wo glauben Sie, gibt es die größten Konflikte, wenn wer zusammenkommt? Kontrolle, Flexibilität. Also hier, ja, schick mal so ein junges Startup zur Wirtschaftskammer. Die zocken aus, und der bei der Wirtschaftskammer war auch, weil so geht das nicht. Und umgekehrt, wenn die sagen, Geld ist doch nicht alles im Leben. Was werden die Unternehmer sagen? Sorry, aber ja. Das ist so. Und wir kennen uns immer nur selber. Wir sehen selten die Perspektiven der anderen. Wer von euch kennt den Begriff Homophilie? Homophilie. Am liebsten sind uns jene Menschen, die so ähnlich sind wie wir selber. Weil diese Menschen sind fast perfekt. Wir haben in letzter Zeit im Marketing etwas gehört, das nennt sich Content Marketing. Und Content Marketing ist jetzt, der Tourismus ist da so easy cheesy, ja, weil der hat immer schon Content Marketing gemacht, du hast das nie testen können. Man konnte immer nur über das Produkt erzählen, man konnte es zeigen und so weiter und so weiter. Also, wenn Sie ein Unternehmen haben und wissen wollen, wie Content Marketing geht, suchen Sie sich den nächsten Hotelier, Restaurantbetreiber oder was auch immer. Die Touristiker haben in dem Bereich schon 150 Jahre Erfahrung und können das eigentlich sehr, sehr gut auch weitergeben. Den kennt ihr alle, ja? Content Marketing, sagt der Herr Christensen irgendwie. Es ist schon alles erzählt und beschrieben auf dieser Welt. Es braucht nicht noch eine Geschichte. Im Tourismus heißt das, es ist jeder Berg und jeder Bach beschrieben. Touristiker, das braucht ihr nicht auch noch einmal machen. Sondern weniger wichtig oder weniger spannend als die Geschichte ist vielleicht die Vorgeschichte. Wie kam es dazu, dass Dinge so sind, wie sie heute wahrgenommen werden? Darüber nachzudenken und nicht nur eine Geschichte zu erzählen, die schon oft vorhanden ist. In einer Zeit des Überflusses ist das Konzept mehr von etwas nicht wirklich relevant. In einer Zeit des Überflusses geht es vielleicht eher darum, Orientierung zu geben, Filter zu setzen, über technologische Dinge, über soziale Kontakte und so weiter und so weiter. Es geht um Filter. Jean-Rémy von Matte, ein großartiger Werber, sagt, Werbung ist relativ einfach. Jeder Werber kann durch drei Türen gehen. Das erste heißt, kann ich den Kunden unterstützen? Was immer ich erzähle, es soll ihn unterstützen, seine Entscheidungen zu treffen, Orientierung zu finden. Wenn ich nicht unterstützen kann, dann soll ich zumindest unterhalten. Es soll wenigstens lustig sein. Wenn man in die Werbung reinschaut, in Sao Paulo ist es teilweise lustiger als in Westösterreich. Hat alles seine Gründe, warum das so ist. Ja. Wenn wir werben und wir
zwei Dinge nicht schaffen, wir unterstützen nicht, wir unterhalten nicht, dann bleibt nur mehr die dritte Tür und die heißt untergehen. Also wir haben relativ einfach, deshalb bin ich auch sehr gerne in dieser Branche tätig, weil da hast du nie was Gescheites lernen müssen, da kann irgendwie jeder. So, Tourismus und Marketing ist überhaupt der Gipfel von diesem Ding. Ganz kurz noch ein bisschen was zum Thema Marke. Auch das ist ein Thema, das im Tourismus die letzten Jahre ganz hohe Konjunktur hatte. Und dann gibt es wieder Wissenschaftler, die sagen, es geht nicht so sehr nur um die Marke, es geht ein bisschen mehr um die Kategorie. Und wenn ich in einer Kategorie nicht die Nummer 1 oder Nummer 2 bin, dann soll ich eine neue Kategorie schaffen. Was heißt das? Wenn ich nicht das beste Restaurant der Stadt bin und nicht das zweitbeste Restaurant, dann schaffe ich eine neue Kategorie. Wer kennt das Café Film? Kaffeehaus, Buch, Möbel, Mischmasch, alles. Ja, du kannst Kaffee trinken, lesen, wenn es dir taugt, kaufen und. Das ist eine neue Kategorie. Es passt nicht in Bibliothek, es passt nicht in Kaffeehaus, es ist eine Mischung. Das ist so ähnlich wie David Jarrett, kennt ihr ja alle, ja? Er ist nicht der beste Geiger der Welt, er ist auch nicht das schönste Model der Welt. Aber in seiner Kombination ist er einzigartig und sympathisch. Also Dinge zu kombinieren hilft sehr, sehr gut. Wie kann man das relativ einfach, schnell so ein bisschen mit Blaupause machen? Wir leben heute nicht mehr in der Zeit der nur Standardisierung, wie wir das aus der industriellen Revolution gelernt haben. Und alle, die so wie ich im letzten Jahrtausend geboren wurden, ja, also meine Mama hat zu mir ab und zu gesagt, du bist ja nicht normal. Das war ja damals wirklich ein Schimpfwort und irgendwer wollte immer so normal sein, ich habe es nie geschafft. Gott sei Dank hat sich das Gesellschaftskonzept geändert. Man sucht jetzt das Besondere und die Normalen, da schauen wir immer so hin, jetzt habe ich noch eine Chance, irgendwo mitzutun. Wir suchen das Besondere, es kann ethisch besonders sein oder ästhetisch besonders sein. Wir können, wenn wir ein Restaurant haben, entweder vegan anbieten, oder wir können Molekularküche anbieten. Eine relativ einfache Unterscheidung, die die Werte der Menschen trifft und eine Größe oder halbwegs große Zahl einer Community erreichen kann. Das kann ich jetzt mit Personen machen, das kann ich jetzt mit dem Team machen, das im Unternehmen arbeitet, das kann ich mit Objekten machen, ich kann es mit Raum machen, ich kann es mit Zeit machen. Ein hervorragendes Buch von Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, warum wir jetzt immer wieder in diesem Wettbewerb sind, etwas Besonderes machen zu müssen. Erklärt auch ein wenig diese Selfie-Kultur, die wir auf Instagram und Co. haben. Wir müssen uns immer wieder neu darstellen, präsentieren, um am Markt relevant zu sein. Hervorragend gelungen ist das zum Beispiel dem Hotel Altstadt Vienna hier in Wien, das verschiedenste Raumkonzepte von Architektinnen und Architekten machen. Ganz genial, die schlimmsten Zimmer, wo es keine Fenster gibt und im Keller unten sind, die heißen Josephine Mutzenbacher Zimmer, weil bei dem Thema will keiner beim Fenster hinausschauen. Also so kann man relativ einfach und kreativ Dinge irgendwie umsetzen. Es geht im Tourismus, aber wahrscheinlich auch in anderen Branchen um diese Second Curve, wie das wir ab den Auer Salzburger so sagen. Es geht um diesen neuen Weg, neue Geschäftsmodelle zu haben. Viele unserer Produkte sind im Produktlebenszyklus, in der Reife- und Sättigungsphase, Skifahren und so weiter und so weiter. Und das ist eine gute Zeit, Dinge neu zu erfinden. Wenn man neue Produkte startet, wenn man neue Services startet, dann geht am Anfang die Kurve ein wenig nach unten, weil man extrem viel Energie braucht, gerade für die Gründung neuer Dinge. Das macht man am besten, wenn man mit anderen Produkten noch in der Hochphase ist, gutes Geld macht und so weiter und so weiter. Aber hier brauchen wir neue Nutzenmodelle, um irgendwelche neuen Dinge zu erfinden. Ich komme jetzt bald zum Schluss, wie immer üblich in der Schule gibt es dann so ein bisschen Video zum Schluss. Also Internet of Things, ein großes Thema, das auch uns betrifft. Und eine sehr lustige Geschichte, sobald es diesen Koffer nicht mehr nur in Pink gibt, werde ich ihn mir kaufen und er wird mich auf meine Reisen begleiten. Also sehr spannend, was sie so
Branchen und Unternehmen einfallen lassen, um neue Dinge zu machen. Die Tourismusbranche, die Gastronomie sagt, wir haben keine Köche, brauchen wir wahrscheinlich eh nicht, weil das kommt jetzt in Zukunft alles aus dem 3D-Drucker. In Zukunft werden wir vielleicht Ernährungsexpertinnen und Lebensmittelchemiker in unserer Küche haben. Und nachdem vorher Datafizierung, ja, der Gast läuft herum mit seiner irgendwas Watch oder so, schickt dann seine Daten direkt in die Küche. In der Küche wird eine Blutanalyse gemacht und dann kriegt jeder individualisiert sein Menü am Abend und die Vitalstoffe, die sie oder er braucht, um irgendwie wieder fit für den nächsten Tag zu sein. Wer von euch spielt Golf? Wer von euch spielt Tennis? Wer geht Skifahren? Also um das zu verbessern, auch hier werden zukünftig individualisierte Trainingsprogramme unser Spiel verbessern und wir werden irgendwie Sensoren haben und die werden das ganz genau messen und so werden wir individualisiert ganz tolle Dinge bekommen. Tourismusorganisationen wie wir und auch andere werden möglicherweise ihre Bedeutung verlieren, weil die großen Unternehmen so wie Google, Touring, Bird & Co. sehr viele der Informationen uns abnehmen. Gleichzeitig werden wir aber darüber nachdenken müssen, neue Dinge zu entwickeln. Die Österreich-Werbung hat gerade einen Skill präsentiert, Kochen mit Alexa, da kann man Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn und keine Ahnung was kochen. Also in wenigen Wochen wird das auch in Österreich verfügbar sein, derzeit nur in Amerika. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Sachertorten machen, beim Schnitzel panieren und was auch immer ihr so tut. Ich komme schon langsam zum Schluss. Die Frage ist immer, wie viel Energie haben wir? Wenn wir wenig Energie haben, dann sind wir irgendwo da herunten und dann sollen wir auch schauen, dass das normale Geschäft ganz gut läuft. Wenn wir irgendwo da in der Mitte sind, dann sollen wir irgendwie so die Dinge, die wir tun, weiter verbessern und ein bisschen innovieren. Aber wenn wir wirklich Kraft haben, wenn wir wirklich voller Energie sind, dann sollten wir wie Pioniere vorangehen und sollten irgendwie Dinge neu entwickeln. Das Gefährlichste, was man sagen kann, und wenn heute irgendwer zu euch kommt und sagt, er ist oder sie ist eine Expertin, bitte duckt euch. Weil mit dem Wissen von gestern, die Dinge von morgen, ihr wisst sie. Und so, ja. Also ich kenne mich aus. Das können wir vergessen. Und wir versuchen auch immer alle Dinge zu erklären. Wer von euch kann einen Ball fangen? Ja, ja, super. Wer von euch kann eine Flugbahn berechnen? Auch ein paar. Wer kann es nicht? Ganz ehrlich, ja. Wie kann man denn einen Ball fangen, wenn man keine Flugbahn berechnen kann? Aber so ticken wir jeden Tag. Und dabei gibt es aber ganz einfache Dinge, weil die jedes Kind kann, ja. Sie beobachtet mit den Augen einen Ball und versucht, das Laufen irgendwie dem anzupassen, schneller, langsam, um dann dort zu sein, wo der Ball kommt und sie fängt ihn. Und dann schickt man sie in die Schule und sagt, na, so geht es nicht. So fängt man einen Ball. Wir haben sehr viele Dinge aus dem Marketing gelernt. 4 Ps, 7 Ps, 9 Ps, wir haben nur Diplomarbeit schreiben möchte, über 13 ist noch nichts geschrieben worden. 13 Ps oder so. Man kann es aber auch vereinfachen. Und ich habe es auch ein bisschen vereinfacht. Das Allerwichtigste sind eigentlich die Menschen, auch in dieser Digitalisierung. Und People. Sprache, über die diskutieren wir sehr oft, und da gibt es die Grooming Theory. Die Grooming Theory sagt, Sprache ist weniger dazu da, die Fakten weiterzugeben, sondern es ist eher so ein bisschen das Nachfolgemodell vom Lausen der Affen. Es geht nicht darum, Wissen zu transportieren, es geht darum, irgendwo Emotionen zu erzeugen und Beziehungen zu vertiefen. Es geht um die sozialen Aspekte. Wenn wir die People haben, dann geht es um Participation, es geht irgendwie um Engagement und das ist etwas, das wir versuchen sollen zu erreichen. Es geht nicht mehr um Reichweite, es geht darum, dass Leute mit uns gemeinsam etwas entwickeln wollen. Und wenn wir People haben und Participation wollen, dann brauchen wir in Zukunft mehr Poetry. Wir brauchen eine Kommunikation, die schön ist, per se schön ist, egal ob es um Worte geht, egal ob es um Musik geht oder ob es um Bild geht. Diese Dinge sollten wir viel mehr wieder in unser Leben lassen. Deshalb sind wir auch gerade dabei, eine Initiative zu starten, die genau das macht.
die Kunst der schönen Kommunikation zu optimieren. Wir sollen uns wieder mehr mit Ritualen beschäftigen, wir sollen uns wieder mehr mit anderen Dingen beschäftigen. Ich hoffe, dass ich euch ein paar nette Einblicke in meinen wirren Kopf geben konnte. Ich bedanke mich, dass ihr in dieser Zeit noch so aufmerksam wart. Sehr herzlich und hoffe, entweder heute hier oder sonst irgendwo da in diesem Internet mit euch weiter diskutieren zu können. Vielen Dank.